Was für ein fabulöser Start in die Woche. Zumindest mal beim Gold- und Silberkurs ist der Kurs ja hervorragend abgeprallt von der wirklich fingerbreiten Unterstützung, so kann man es ja fast schon sagen. Also sehr, sehr auffällige Marke. Und das ist eine Bestätigung für all diejenigen, die das jetzt verpasst haben. Macht euch nicht verrückt, das ist möglicherweise jetzt gerade erst der Anfang. Auf jeden Fall mal ein guter Start. Denn es zeigt, dass die Unterstützung halten sollte, halten wollte. Die Marktteilnehmer offensichtlich keine bösen Gedanken mehr hatten, sonst wäre man viel zögerlicher davor gegangen. Wenn ihr mal eine Bewegung verpasst, seht sie nicht als, oh, da war ich jetzt nicht mit dabei, sondern seht sie als, geil, jetzt sehe ich das auch. Ich sage dazu immer, das sind die Eye-Catcher-Situationen. Das ist ganz häufig so, dass die erste Welle zumindest mal in Teilen verpasst wird. Das hängt natürlich vom Zeitrahmen ab, ob man das hier im Tageschart sich anguckt. Natürlich gibt es das gleiche Phänomen hier im kürzerfristigen Chart, 4-Stunden-Chart beispielsweise oder 15 Minuten oder welche Zeiten man auch immer haben will. Es gibt immer wieder die Situation mit den Schüben, mit den wackeligen Rücksetzern, die man dann wieder nutzen kann. Bleiben wir mal so auf so einer mittleren Zeitebene, zum Beispiel im 4-Stunden-Chart. Wenn dieses Aufwärtsmuster irgendwann mal zu Ende ist, ich weiß nicht genau, guck, da ist sogar noch eine alte Linie für die Zukunft. Ich weiß nicht, wann die zu Ende sein wird, ob die jetzt schon quasi zu Ende ist oder ob der Kurs dann noch weiter steigt. Im Moment sieht es alles andere als negativ aus. Ihr seht das, wir haben hier auch im kurzfristigen so dieses ganz klassische und hier jetzt wackelig und das spricht durchaus zumindest mal für eine vorläufige Fortsetzung hier in der Trendrichtung. Wie weit, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn wir dann wieder den nächsten Rücksetzer sehen, haben wir eigentlich beste Voraussetzung, dass sich das nach oben dann nochmal fortsetzt. Das heißt, seht das, was wir jetzt hier bekommen haben, nicht als eine verpasste Chance, sondern so ähnlich wie das, was wir hier haben nach dieser Aufwärtsbewegung. Das ist diese erste starke Bewegung. Danach gibt es eine ABC-Gegenbewegung und anschließend nochmal 1, 2, 3, 4, 5 in Trendrichtung. Also etwas, was ganz typisch, ganz häufig ist. Also das hier die erste Bewegung, dann gibt es eine ABC oder wackelig in die andere Richtung und dann folgt doch noch der Spaß und der kann durchaus sogar noch deutlich größer sein. Ich bin also gar nicht so schlecht drauf, was Gold angeht, werde euch da informieren, damit ihr das nicht verpasst, empfehle ich euch, meldet euch an für Born for Trading, dann sende ich solche Nachrichten auch immer wieder aufs Smartphone oder aber, beziehungsweise und idealerweise, meldet euch an für den Trade des Tages, wo ich dann auch immer wieder einzelne Trades mit ganz konkreten Handelsmarken vorstelle. Damit ihr informiert werdet, müsst ihr da kurz euch anmelden, dann kriegt ihr dann die Info, wenn es denn soweit ist. Aber das ist hier noch nicht der Fall, da müssen wir noch ein bisschen warten, zumindest mal auf dieser Zeitebene. Genießt den Kurs aber ruhig im Kleineren, wenn sich das hier ebenfalls ergibt, mit der Schubrichtung in eine Richtung und wackelig in die andere, wisst ihr, was zu tun ist. Was Ähnliches könnte uns und sollte uns vielleicht heute auch bei den Indizes noch blühen, denn wenn man hier mal am Ende guckt, dann sieht das ziemlich stark aus auf der Aufwärtsseite. Und wer jetzt mich noch im Hinterkopf hat und sagt, Mensch, der hatte dir nicht am Wochenende noch gesagt, eigentlich müsste der Kurs runterkommen? Naja, er müsste es tun, aber er wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Wenn wir uns die Verlaufsmuster hier angucken, das ist kein starker Bärenmarkt. Das ist genau dieses wackelig runter, ständig Kursüberschneidung und das ruft eben nach Long-Möglichkeiten sozusagen. Und die könnten vielleicht sogar jetzt schon anstehen. Insofern achtet selber darauf, ob das nicht hier jetzt in Kürze passiert, dass wir hier so eine ABC-Situation haben. Wenn ihr wollt, schaut euch das selber an. Wenn ihr sagt, ja, ich verpasse das aber dauernd, dann wie gesagt, meldet euch an. Dann kriegt ihr da auch gelegentlich Hinweise von mir, wenn ich da sowas sehe und wenn ich sage, jetzt hat er doch das, guckt doch mal selber drauf, ob das dir nicht wohlgefällig ist. Wie heute Morgen zum Beispiel, Schub runter, A, B, C, die Gegenrichtung und dann sagen Schub runter. Wenn er das letzte Tief bricht, dann sollte er doch so eine Bewegung ungefähr nochmal machen. Ihr seht, also das ist nichts irgendwie ein Einzelfall oder sowas. In ganz vielen Märkten, in ganz vielen Zeiten, ihr werdet das immer wieder sehen. Achtet selber drauf oder meldet euch kurz an, dann verpasst ihr zumindest mal weniger. Ich kann leider nicht versprechen, dass ich euch alle diese Situation zeige. Das wäre dann auch ein bisschen arg viel, aber so viele zumindest mal, dass man eine Menge Spaß damit haben kann. So, insofern wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Drückt euch die Daumen für heute Nachmittag. Morgen hören wir uns ja schon spätestens wieder. Oder dann eben über die einschlägigen Kanäle, wenn ihr da schon angemeldet seid. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.